Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Pokémon Kaiserblau. Wir sind hoffentlich hier an der letzten Aufnahme. Und das warum rede ich Ruski? Na, ich weiß ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, warum du redest Ruski. Ah, gay. Entschuldigung. Wir haben da gerade irgendwie mit angefangen, das ist kleben geblieben. Hi. So, wir sind mittlerweile auf. Wir sind mit dem Training fertig. Ihr seht mein Ergebnis hier bei mir. Ich gehe mal ganz schnell durch, auch für Ryus Truppe. Aerodactyl 95. Dragoran 95, mein Rage. Dann habe ich Nidoking 95. Für die, die das den Attackenpool sehen wollen, drücken eben Stopp oder haben eben die Zeit. Shadow, Gengar, wild gefangen oben im Pokémon-Turm auf 95. Oh ja. Dann habe ich hier Festung, mein Ausdruck mit einer genialen Verteidigung, die mir vielleicht hoffentlich noch den Arsch retten wird und Explosion kann. Und dann habe ich hier meinen Sauger, mein Bisaflor auf 95 mit Zerschneider, Substitute, Toxic und Leech Seed. Richtig geil. Das war mein Team. Jetzt ist der Ryu dran. Ja, ich bin schon gerade im Weg Richtung Pokémon-Liga. Ja, auf dem Weg. Hier mein Rasa, Level 95. Der ist bewährt im Team geblieben. Hier der Attackenpool. Müsst ihr auf Stopp drücken, wenn ihr gucken wollt. Butz ist auch im Team geblieben. Die sind auch sortiert danach, wer schon am längsten dabei ist. Eine unfassbare Maschine mit einem ziemlich nicen Attackenpool. Hier mein Polly, auch in ein Aerodactyl. Habe ich den Duran geklaut. Mit insane Speed-Werten. Nightmare, ich habe auch einen Gengar. Der Speed und der Special Wert sind auch einfach nur der Wahnsinn. Der Attackenpool hat sich übrigens nicht verändert. Das haben wir so auf Level 20 gefangen und der hat sich nicht verändert. Stimmt, ja. Die Attacken sind alle gleich wie ihm. Kannst auch so lassen, ey, bei dem Top-Viech. Ja, hier mein Kralle. Das ist mein Sandama. Wird eventuell noch gewechselt. Ich habe es jetzt wegen Zerschneider mitgenommen. Und hier mein letztes, ein Uri. Das ist übrigens sehr nice, ich glaube, das muss man dazu sagen. Simsala kann man in dieser Edition tatsächlich fangen, indem man sich ein Abra fängt, was bis auf Level 65 trainiert. Da entwickelt es sich. Das ist ungelogen. Das ist so, richtig geil. Weil wir haben gehört, dass man hier alle Pokémon kriegen und fangen kann. Aber uns ist zum Schreck nicht aufgefallen, wo man Simsala fangen könnte. Und dann haben wir uns ein bisschen schlau gemacht. Und dann haben wir gemerkt, durch Training entwickelt sich das. Da musst du drauf kommen. Das ist wahr. Sonst alles andere kannst du fangen, nur Simsala nicht. Ja. Wir waren auch etwas perplex, wo man Gengar möglicherweise fangen könnte und sind dann halt wie die Bekloppten im Lavandia Tower rumgerannt, bis es dann irgendwann mal aufgetaucht ist. Oh, ich glaube, ja. Du, bei dir war das relativ easy. Du hattest das nach irgendwie 2 Minuten, nachdem du oben warst. Ich bin da bestimmt 10 Minuten rumgerannt. Ja, denkst du ja gar nicht. Am Anfang, da tauchen eigentlich nur Tragossos auf und irgendwann... Ja, er scheint ja da ein Gengar, ne? Man muss im obersten Stockwerk sein. Ja, oben bei Mr. Fuji. Nur da tauchen die auf. Exakt. Also, zumindest unserer Auffassung nach. Boah, Alter, der Weg zum Indigo-Plateau, zur Siegestraße ist ja einfach nur ekelhaft. Wohl wahr. Wieder so viel Surfen. Spannend, wie die Level hier sind. Aber ich glaube, du warst schon da, oder? Ja. Warum wir so hart trainiert haben. Genau, deswegen war ja auch, das war ja auch mein Anliegen, weil die wilden Pokes hier wirklich schon auf Anfang 90 sind und die Gegner hier, ja. Das Flamara war jetzt 75. Einfach arschig sind. Oh, wie viel man surfen muss. Auch gut, dass ich Zerschneider doch noch mitgenommen hatte, weil ich habe noch einen Austausch auf Reserve wegen der insane Verteidigung. Die Siegestraße sieht bis jetzt relativ unverändert aus auf den ersten Blick. Warst du schon drin? Ich bin in der Siegestraße wohl schon drin, ja. In der letzten Aufnahme war ich, konnte ja so schon durchrennen. Ich war in der letzten Aufnahmesession schon drin. Wen habe ich denn nochmal Stärke beigebracht? Nach meinem Wukong. Stimmt, dafür habe ich ihn den Low Kick vergessen lassen. Ich hätte mir Super Repel mitnehmen sollen. Autsch. Schon ist mein erster Tod. Laber nicht. Trainer? Ja. Gengar muss rein und Donnerblitz dort. Gengars Skin sieht so scheiße aus, ne? Ja, die Sprout von hinten, die ist echt erbärmlich. Unter aller Sau. Boah, Alter, ohne einen Hyper Repel. Oh, scheiße, ich hätte einen Hyper Repel mitnehmen sollen. Warte mal kurz, hab ich mir nicht sogar Max Repel geholt? Meine wohl. Jetzt mal kurz gucken. Jawohl, da sind sie. Max Repels sind ganz unten. Da haben wir uns auch, also ich zumindest, habe ich mit Revives und so en masse eingedeckt. Habe ich den jetzt aktiviert? Ja. Also das Environment ist nicht verändert, oder merke ich das falsch?
Also die haben hier wohl, das siehst du nachher wohl, das siehst du gleich, sagen wir mal. Also das erste Steinschubsrätsel, das war exakt gleich. Genau, aber dann wird's anders. Okay, was macht der Stein hier? Da muss man ja wieder raus. Nicht, wenn du ihn richtig schiebst. Sky Attack. Oh, das ist aber Spezialattacke, oder? Ja, jetzt hast du ihn falsch geschoben. Jetzt musst du wieder raus. Ah, scheiß der Köter drauf, was soll das? Ja. Ach, jetzt muss ich das Rätsel ja auch wieder machen. Na, voll fies. Egal, Ach ja. nehme ich die TMs auch nochmal alle mit. Scheiß der Köter drauf. Wer Wir sind weiß, auf vielleicht jeden kann man Fall sie ja wieder. nochmal gebrauchen. Wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo wir sagen, wir feiern es immer noch, aber wir wollen Es fertig werden. muss ein Ende finden. Ja, natürlich. Da steht der nächste Trainer direkt unter der Treppe. Ich habe auch 6 Pokémon. Oh Komm Gott. zu mir, spiel mit mir, ich will dich. Spiel mit mir. Nein. Lass So. mich. Ach, jetzt sie. Ah ja. Nein! Jetzt bin ich. Oh nein! Ich bin so Schritt zu viel gelaufen. Das ist Ja, Kacke. Lapno. Rapidash, Festung. Was ist hier? Und nochmal das Rätsel, weil es so viel Spaß macht. Ja, ich bin ja auch hauptberuflich Steinschubser, nicht Baumschubser wie bei den Dinos. Ich verdiene mein Geld damit, dass ich Steine von A nach B schleppe. Ja, nice. Aber geil. Es war mein Vorfahr Ryu der 16., aka Mr. Holzschubser. Damals gab es auch schon YouTube. Der hat das nämlich so empfunden. Der war Baumschubser und hat dann entdeckt, wenn man die Bäume in der Reihe auflegt, dann kann man das wie so eine Rolltreppe benutzen. Es war revolutionär, hat die Welt verändert. Nice. Ich mache jetzt ein Safe-State für diesen Scheißstein. Ich habe keinen Bock. Bist Oh du Gott, ein Nappel, ey? ich hab's aber hingekriegt. Nice. Correctly. You can be proud. Ey, Mann, denk an mein Vorfahr. Ja, genau, das Exeggutor ist Level. Lass mich verarschen. Ja, das war's wohl für meinen Rasaf. Oh nein! Ah, okay, das steht noch, aber. Oh, die haben auch alle 6 Pokes hier, ne? Richtig nervig. Wieso hat er denn jetzt seinen Exeggutor zurückgezogen? Dafür habe ich sein Dugtrio jetzt gewone-hittet. Komische Frau. Ich merke gerade eine Schwäche. Ich habe kein einziges Feuerpoke, aber ich denke mal, ich werde mit Fliegen hier ganz gut arbeiten können. Oh, hat sie jetzt in Alakazam vorgeschoben. Ist trotzdem One-Hit. Nein! Nice. Hammer. Nämlich Exeggutor. Ich mach mal Earthquake. Not effective, aber it do the trick. Oh, die Sau hat einen Gengar. Ja, hier laufen mehrere mit Gengars rum. Oh, gut, der Thunderbolt hat nicht getroffen. Oh nein! Ich dachte, Fliegen wäre ein One-Hit. Oh Mann! Earthquake, vielleicht hätte ich damit angreifen Regenite, sollen. da habe ich Eisstrahl gegen. Persian. Was kriegt Wukong hier noch, wenn er am letzten Loch pfeift? High Jump Kick. Und ein Lapras, da lasse ich ihn mal drin. High Jump Kick. Oh, Kacke. Nice. Ich habe keinen Poke verloren. Gengar ist tot. Was? Das Mein ist wirklich. Gengar ist gestorben gegen ein Relaxo. Alter, wie Hyper Potion mal gar nichts bringt. Ja, doch schon, aber. Es ist zu wenig! Das ist wahr. Kommt dir echt zu wenig vor, ey. Naja. Und ihr könnt euch die Freude bei Trainer! uns vorstellen, als uns klar war, dass wir so lange trainieren mussten. Boah, Alter, das hat so fucking lange gedauert. Das heißt, warum müssen wir den ganzen Tag. Allein vom Zeitaufwand hätten wir das Spiel jetzt halt dreimal durchspielen können. Hey, ein Lavados. Komm, das töte ich. Boah, Alter, das Elektroball. Angole! Nein, ich Idiot, ich Idiot, ich Idiot, ich Idiot. Ja, mach ich bloß. Das heißt doch, mein Rasa hatte noch 16 AP. Wild Moltres. Was kommt denn als nächstes? Cloyster. Nightmare! Thunderbolt sollte ja eigentlich reichen. Jo. Snorlax. Ach, ich habe mein letztes Kampf-Pokémon gerade eingebüßt. Ah, ich versuche einfach mal.
Wieso? Genau, das Relaxokan-Erdbeben, das war's für mein Gengar. Ja, genau so ist meins auch gestorben. Verständlich. Wenn ihr ja jetzt Erholung macht, aber wobei ich mache Aerodactyl, dann habe ich auf jeden Fall Prio. Boah, was ein Monster. Also die Schieberätsel an sich haben sie Gott sei Dank kaum verändert. Oh, aber jeder der Typen hat 6 Pokes, ne? Das wird noch eine AP-Schlacht hier. Flareon, da bleib ich drin. Ja, dein Schlafpuder funktioniert nicht, wenn ich fliege. Was macht der dafür Standspur? Oh, Mega Drain. Oh, nicht effektiv, aber trotzdem so viel abgezogen. Was hat er gemacht? Stunspur und dann Mega Drain. Ach so. Jetzt kann ich meine ersten Revives benutzen. Zum Glück habe ich über 40. Ich habe auch fett eingekauft. Nidoking. Ich darf wahrscheinlich trotzdem da oben nochmal einkaufen, weil. Ja, klar. Ich hoffe mal, da gibt's Top-Genesung oder so ein Scheiß. Full Heals habe ich auch en masse. Auf mein Polly, weil die war paralysiert, die gute. Jedes Team braucht eine Quotenfrau. Wir sind ja gleichberechtigt. Was? Das höre ich zum ersten Mal, das Wort. Was ist das? Wo ist diese Gleichberechtigung, von der ich immer höre? Was soll das sein? Kann man das essen? Das Gute ist, Dictree ist so ein... Dictree Bell stand da, glaube ich, oder? Hallo, ich bin schon wieder ein Trainer. Ich glaube, da kann ich mit Erdbeben gut arbeiten. Problem habe ich nur, wenn das Vieh überlebt und Rasierblatt macht. Ja. Ach nee, er macht Rap. Und er gibt Full Restore, die Kacksau. Ich war nur etwas ernüchtert davon, über wie hoch der, wie sagt man, Speedwert von meinem Sandama war. Ich dachte immer, der wäre viel schneller. Ja, so kann man sich täuschen. Ja, so kann man das. CC Cleaner, schleicht dich doch nicht immer meine Let's Plays. Ach Gott, Alter. Kingla. Nightmare. Mit unseren jetzigen Teams, wir wären ja nach jedem Trainer, wäre unser komplettes Team down gewesen. Ja. Das kommt hin. Allein Gengar macht hier so viel aus, ne? Lol, Pinsir kann mit Rap nicht treffen, aber es continued trotzdem. Psst, nice. Was ist das denn für ein Rummel? What the fuck? Cheater! Wie hast du das denn ausgedacht? Cheater! Ja, echt ey, hier, so die Sau. Oh, ein wildes Alakazam, da gibt's der nur Hulk eins. Equipped. Yes, ich hab dich gepeitscht, Sau. Bam, Hyperbeam und Simsala down. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich erkenne das gar nicht. Oh, ein Raichu. TM5, was ist das denn wieder für ein Scheiß? Blablabla. Mega Kick, das kannst du ja sowas von knicken. Cholo, was setze ich denn da? Ein Machomai meine ich natürlich. Fliegen. Ja. Ist dein Polly, heißt das glaube ich, auch Teamführer? In Speed oder was? Steht da, ich meine, hast du ihn auch vorne stehen? Wukong steht noch vorne. Ach so. Ja, ich habe erstmal schön Ptero nach vorne gesetzt, falls mal. Ich denke mal, in die Liga werde ich mit Nightmare zuerst reingehen. Wer hat denn jetzt hier den besseren... Zum Glück habe ich 2 Pokes mit Earthquake. Aerodactyl hat nur noch 3-mal. Oh, ein Dragonite. Ja, da muss mein Butz ran zum ersten Mal, seitdem wir in der Liga sind. Wenn der Blizzard trifft, ist das Vieh sowieso weg. Und er trifft. Nice. 4360 EP. Am Arsch. So, und jetzt das Relaxo mit High Jump Kick wegbumsen. Natürlich treffe ich nicht. Ein Recoil Damage, das ist so krank! TM17 Submission, okay. Oh, Submission. Der Move ist OP. Die hat weggeguckt und jetzt sieht sie mich trotzdem. Lol, Lavados ist frei zugänglich? Da greife ich aber nicht an. Ich hab's zerschmettert. Ich hab ja auch Lavados, Arctos zerschmettert. Einfach ja, nur, weil ich alle 100. Hey, das kann ich auch mal zeigen. Ich hab alle 151 und besitze 30 davon. Yay! Gerade mal genug, um den EP-Teiler zu kriegen. Den ich mir allerdings nicht geholt habe, weil ich mir wirklich dachte, beim Training ist es wirklich einfacher, die Poke so zu trainieren. Das ist es wohl. Ihr,
gerade wenn du kein, wenn ihr nur gegen wilde Pokes kämpfen könnt und nicht gegen Trainer, dann switcht ihr euch dumm und dämlich. Und ich habe zwar einen Original-Xbox-Controller, die halten etwas aus, den ich jetzt in der Hand habe, den habe ich bestimmt seit 3 Jahren.